Hallo und herzlich willkommen heute am Samstag zu der kleinen Herzensmenschlegung. Wir gucken mal rein, wie es so auf der Seite deines Gegenübers heute Morgen aussieht, was er so über dich denkt oder über eure Beziehung denkt. Und wie immer kann das Orakel mit dir zu tun haben, muss es aber nicht. Wir gucken mal. Du schaust natürlich in eigener Verantwortung und nimmst immer nur das mit, was mit dir in Resonanz geht. Also, schauen wir mal. Was haben wir denn hier als erstes? Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Gestern hatten wir auf derselben Stelle die Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Spüren dich hinein, ob du dich wieder der Situation hingeben möchtest, ob du bereit bist, dich wieder mit diesem Menschen zu vereinen, wenn er denn ankommt. Als zweites haben wir, Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Was ist denn hier heute los? Hier fällt alles unter den Tisch. Na gut, Frühsport. Hier haben wir wieder die Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Oh, der Mensch, auf den wir hier schauen, der hat große, große Sehnsucht nach dir und höchstwahrscheinlich auch Begierden oder Verlangen. Vielleicht fragt er sich auch, wo du bist. Ja, wo ist sie denn bloß hin? Was habe ich denn bloß gemacht, dass sie jetzt nicht immer verfügbar ist, wenn ich das halt gerne möchte? Schauen wir mal. Die erste Karte hier ist der Page der Schwerter. Ja, er macht sich hier immer noch große Gedanken, wie er dich denn überhaupt nochmal um den Finger wickeln kann. Ob er dazu vielleicht einen Zaubertrick braucht oder höhere Kräfte oder ob es reicht, mit seinem feurigen Stab zu wedeln. Ja, mit den drei der Stäben kann es hier auch sein, dass er sich ausmalt, wie eine Beziehung mit dir ist, dass er da heute ganz tief sich drin versenkt, dass er sich da rein sinken lässt in diese Vorstellung, wie es wäre, mit dir eine Beziehung zu führen oder halt auch intim zu sein. Der einzige Mann in deinem Leben, der Magier halt, der alles möglich macht. Und hier haben wir es nochmal, die Karte des Lachens. Nimm es mit Humor. Hier haben wir auch die Verspieltheit. Vielleicht kannst du ihn heute einfach so sehen und nehmen, wie er ist. Vielleicht erscheint es dem einen oder anderen auch lächerlich, dass er es sich selber so schwer gemacht hat in letzter Zeit. Pass gut auf dich auf, ja, dass du nicht auf ein einzelnes feuriges Angebot hier reinfällst und dann ist hinterher wieder alles so wie vorher und er ist wieder in seinem Kopfkino gefangen. Aber vielleicht gibt es hier auch tatsächlich die Möglichkeit, stabil gemeinsam in die Zukunft zu gucken, indem man einfach auch die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und dieses ganze Gefühlschaos vielleicht auch ein bisschen mit Humor betrachtet und ein bisschen leichter nimmt, als man es vielleicht in letzter Zeit getan hat. Ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Samstag, ob mit oder ohne diesen Mann. Und wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich total über ein Like oder einen Kommentar. Und wenn du magst, sehen wir uns einfach morgen früh wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao.